Schätzchen, ich brauche sofort einen dieser sexy Halbgötter in Weiß. Ah, Dr. von Arnstedt? Ah, was denn? Ich kenne einen. Besten Referenzen, ist gut aussehend. Wer ist hier der behandelnde Arzt? Was ist das denn für ein krasser Laden hier? Ich meine, Betty ist mit Dr. Stern zusammen, Hannah mit dem Chef und Lukas ist mit... Wie sieht's denn eigentlich bei Ihnen aus? Frau Pool. Guten Abend. Jetzt. Ich meine, du und ich. Später. Da bahnt sich was an. Hören Sie auf. Ist nicht Ihr Ernst. Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Frau. Ich bin Vater. Was? Ja, ich meine, du bist eine Emily, ich habe einen Emil. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Emily, ich bin Arzt. Und ganz nebenbei trage ich auch noch die Verantwortung für dich. Und ich bin alt genug, das selber zu entscheiden. Helena! Mutter, es ist doch ganz normal, dass ein Vater zu seinem Sohn einen stärkeren Draht hat. Und seine Tochter ignoriert. Du bist eine ganz tolle Ärztin. Das habe ich dir noch nie gesagt. Vielleicht ist es das Beste, du nimmst dir einfach mal ein bisschen Zeit für dich, um dir darüber klar zu werden, was du eigentlich willst. Ich will das mit uns hinkriegen. Wir kriegen es aber nicht hin. Brauch Hilfe, bitte schnell. Ich habe versucht, die Blutung zu stoppen, aber es hört einfach nicht auf. Tja, wir brauchen einen Notfallwagen. Was ist passiert? Der Messer steht im Thoraxbereich, massiven Blutverlust. Ich liebe dich. Du schaffst das. Mama, das ist Betty. Schön, dass Sie jetzt hier sind. Frank und Sie waren ein Paar, aber jetzt nicht mehr. Das war wirklich ein sehr schöner Abend. Papa kommt vielleicht mit. Frank geht vielleicht mit nach Hamburg?